Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal von Geesland Assi. Heute mal wieder mit einem Unboxing. Heute soll es der X-Max sein. Der 8S haben wir uns zugelegt und wollen ihn mal eben ein bisschen vorstellen und dann noch was dazu sagen, was wir damit vorhaben, weil der bleibt nicht so, wie er jetzt ist. Einmal die Stockfunke. Die TQI ist Bluetooth-fähig. Die ist ganz in Ordnung, ist alles ein bisschen blöder einzustellen, wenn man das Bluetooth-Modul nicht hat. Mit lässt sich das dann alles über eine App einstellen. Die fliegt bei mir raus. So, Zubehör. Einmal hier zum Gucken, wenn man sich nicht die ganze Anleitung durchlesen will. So eine Quick-Beschreibung? Genau. Okay. Und hier ein bisschen Werbung für die sehr, 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 sehr guten Ladegeräte von Traxas. Völlig überteuerter Scheiß. Ist das so? Das ist so. Okay. So, Satz Aufkleber. Man immer mal gebrauchen, und das ist dann halt wichtig, hier die Teilebeschreibung, wenn mal was kaputt geht, dass man nicht immer bei Facebook fragen muss, kann mir mal jemand die Artikelnummer geben. Wenn man sowas hat, kann man auch mal selber gucken. Hast du da schon Erfahrung mit gesammelt, oder? Da habe ich schon das ein oder andere Mal, habe ich dadurch schon die Fragen gesehen bei Fratzebucke. Dann haben wir hier nochmal zwei Schaumstoffblöcke für das Akkufach, falls man kleine Akkus fahren will. Dann kann man die da einkleben. Das Gummiteil, wo immer keiner weiß, wofür das ist dafür, wenn man den Bumper abbaut, wenn man ohne Bumper fahren will, dann muss man den da einbauen. Radmutterschlüssel und Sechskant-Inbus-Inschlüssel. Taucht nichts, aber besser wie gar nichts. Das ist richtig. Dann nochmal, falls man flache Akkus fahren will, kann man die Teile einbauen, dass die dann auch festgeklemmt werden. Und das super schöne Speedritzel, was bricht wie Glas. Leute, tut euch einen Gefallen, baut das nicht ein. So. Dann einmal die geile Karo, wobei mir das alte Design doch ein bisschen besser gefallen hat. Ist immer geil hier mit dem Schnellverschluss. Jetzt sind auch hier schon die Bodyschoner mit dran. War bei meinem ersten nicht und da brechen dann die Schrauben raus. Tun sie jetzt halt nicht mehr. Aber die wird auch nicht zum Wäschen gefahren, die ist nur zum Hinstellen, weil die doch recht schnell kaputt geht, wenn man da mal aus Heck knallt oder was. Dafür habe ich was anderes. Das zeigen wir eventuell nachher noch mal kurz. Ja. So ein Sneak Peek. Kurz noch mal einen Seitenschneider bitte. Ja. So, was haben wir denn hier? Haben wir einmal die schönen großen Räder, bieten sehr guten Grip, reichen auch für die Combo. Ich würde sie halt von innen zukleben, also das Felgeninnere, da sind Löcher drin, zukleben, dass da kein Sand reinkommt. Und ich würde tunlichst vermeiden, damit durchs Wasser zu fahren, weil sonst könnten die platzen. Ist mir schon das ein oder andere Mal passiert. Wenn ihr Wasserfahrten unbedingt machen wollt,
stecht hier Löcher rein oder brennt die rein mit einem Lötkolben oder so, dass das Wasser, was da drin ist, auch wieder raus kann. Sonst tut ihr euch da echt keinen Gefallen mit. Ne? So, was haben wir denn noch? Dann haben wir hier einmal den 8S-Regler mit den Trexa-Steckern. Ja, wer die kennt, der weiß, dass das Murks ist. Weil die schnell, also beim Sprung gehen die ab, ja, oder? Nee, also du findest da ja immer, also die fährt ja kaum einer außer mit Traxas. Also ja. Ich persönlich finde die nicht gut. Ich habe damals angefangen mit XC90 und bin dann umgestiegen auf EC5. Problem ist halt eben, wenn man die hier abschneidet, dann hat man keine Garantie mehr. Ne? Also die ist dann sofort weg. Okay. Da ist Traxas sehr eigen. Aber das juckt mich auch nicht, weil der Regler taucht eigentlich nicht. In meinen Augen taucht der halt nichts und auch der fliegt raus. Denn einmal hier, achso, mit Ampereanzahl, ich weiß nicht, wie viel der hat. Ich finde da nichts. Ich habe eben nochmal gegoogelt. Ich schätze mal, dass er so 150, 160 Ampere hat. Ist ja so gang und gäbe, ich denke mal eher 150. Da, auch wenn andere was anderes behaupten, wenn man da jetzt einen Mark 6 einbaut, das ist eine deutliche Leistungssteigerung. Ne? Viele sagen, das geht ja gar nicht. Bei meinen allerersten X-Max habe ich es aber genau so empfunden. Ich persönlich fahre den Regler nicht. Auch der Motor, der ist nicht schlecht. Der hat 1250 kV, glaube ich, oder 1270. Hast du den auch in Omni? Nee, den habe ich nicht. Die habe ich alle verkauft. Der ist nicht schlecht. Der fliegt trotzdem raus. Aber fahren tue ich den in meinem anderen Projekt. Da kommen wir dann auch demnächst zu. Also die Motoren sind nicht schlecht. Also den kann man ruhig fahren, bis er kaputt ist. Ich würde ihn mir dann nicht nochmal neu kaufen. Ich würde dann gleich auf Hobbywing umsteigen. Auf die 1100 kV oder 800 kV. Oder den Rocket-Motor mit 980. Da tut sich preislich denn nicht mehr ganz so viel. Ne? Und für das Geld, was der Motor kostet, kriegt man einfach einen besseren. Das Servo ist, das bleibt erstmal drin, bis es kaputt ist. Auch da findet man nicht so wirklich richtig Stellkraftangaben. Das, was ich bis jetzt gefunden habe, ist, das soll 10 Kilo haben. Ob das jetzt hinkommt, ob das stimmt, ich weiß es nicht. Das ist das, was ich bei Google gefunden habe. Wie gesagt, ich fahre das, bis es kaputt ist. Bei meinem allerersten X-Max hat es eine halbe Stunde gedauert. Da war es kaputt. Da sind halt Kunststoffzahnräder drin. Und wenn man, ich habe da damals die Endpunkte nicht eingestellt. Wenn man das nicht macht, dann ist das rucki zucki hin. Wenn man es einstellt, dann hält das wohl ein bisschen länger. Ich werde sehen. Sonst habe ich noch eins liegen, das gleiche, noch ein Stock, das baue ich dann ein und wenn das dann auch über den Jordan geht, dann kommt da ein anderes Servo rein. So, was denn noch? So, das ist ja modulmäßig aufgebaut. Das ist dann einmal das vordere, hintere Bikehead und einmal das Mittelstück. Löst man hier ein paar Schrauben, das zeige ich jetzt nicht alles. Dann kann man das so schön auseinanderziehen, also der X-Max ist wirklich sehr sehr wartungsfreundlich und in meinen Augen der Bescher überhaupt in der Größe. Da gibt es einfach nichts, was so viel einsteckt wie der X-Max. Ne? So. Hinten haben wir eine schöne Wheelie-Bar, wo dann auch viele immer sagen, ja, die hält nichts. Ich weiß nicht, wie oft ich mit meinen anderen Autos schon auf den Bumper gelandet bin und da ist noch nie was kaputt gegangen. Also ich fahre jetzt seit 2,5 Jahren X-Max. Also eine Wheelie-Bar ist mir noch nicht kaputt gegangen. Ja. Dann wollen wir mal, achso ja, genau, hier Akkufächer sind nicht schlecht. Hier mit dem Klicksystem. Ich fahre ja die Shiner Hobbyline, die 9500 mAh. Haben wir da sogar liegen. Ja, abstecken, ne? Ja, muss man eben. Die formiere ich gerade. Bitte?
Ja, ist egal. Ja. Also die sind nagelneu, die formiere ich gerade. Ist jetzt halt kein Logo drauf, weil ich nochmal immer einen Gummischlauch drumherum mache. Um ja, die Originalhülle, die reibt sich halt bei Sand schnell auf und mit dem Schutz hält das deutlich besser. Mhm. Scheiß Kippelmann. Also passt da jetzt so Stock rein? Oder muss er hin? Da. Nee, das passt ja super. So. Da, oh, das sitzt echt gut. Das passt, wackelt und hat Luft. Das System bleibt auch so. Bei meinen anderen, die habe ich alle auf Klett umgebaut. Aber mit dem Akku, das ist wunderbar. Ne? Also das passt super. Das bleibt so. So, was haben wir denn hier noch? Schön große Empfängerbox. Da passt ordentlich was rein, ist auch wasserdicht. Also habe ich bis jetzt selber noch keine Probleme mit gehabt, dass mir da irgendwie mal ein Empfänger drin abgesoffen ist oder was. Also die sind wirklich super. Ja, Stoßdämpfer. Schön dick. Lassen sich hier über Rändelmuttern schön einstellen. Wobei das zum Bashen so wie er ist, ist das einfach super. Also da muss man überhaupt gar nichts dran machen. Man kann den wirklich out of box, kann man den so erstmal fahren. Also das ist ja jetzt nicht alles so schlecht, wie ich das vielleicht jetzt gerade geredet habe. Mir persönlich gefällt das halt aber nicht. Und ist ja auch immer das Einsatzgebiet. Bist du da richtig hart mit unterwegs? Oder genau. Willst du da nur erstmal ein bisschen Gefühl reinkriegen, ein bisschen auf der Straße, ein bisschen auf dem Rasen? Dann ist das ja alles nicht so wild. Genau, also wie gesagt, also brechen tut da so schnell eigentlich nichts. Elektronik hält auch so, also mir ist selber noch kein Regler davon abgekackt. Von den 8S zumindest nicht. Und, aber lässt sich halt wirklich beschissen einstellen. Da gibt es Besseres und das kommt auch rein. So, was wir dann noch mitmachen wollen, können wir dann ja mal zeigen. So. Ja, ich würde mal sagen, erstmal mit der Combo. Jo. So, in meinem anderen X-Max fahre ich die Max 5 Combo mit 1100 kV. Hier kommt die Combo halt mit 800 kV rein. Damit wir da mal Vergleiche ziehen können. Die habe ich halt günstig geschossen. Taugt wohl was. So, Stockritzelung fahren wir natürlich nicht. Die brechen wirklich wie Glas und dann kannst du das Ganze aus dem Auto auseinanderschrauben, um die Zähne da wieder zu finden, die dann da abgerissen sind. Da habe ich mir dann von M-Line das 1,5 Modul besorgt. Das fahre ich auch in meinem anderen X-Max als 20-35 Combo. Hier habe ich ein bisschen weniger KV, hier kommt 25-35 rein. Vorsichtshalber habe ich mir nochmal die RPM Oversize Radträger bestellt. Ich bin mir noch nicht sicher, das soll wohl gefixt worden sein. Bei den alten war das immer ein Riesenschwachpunkt hinten. Die Kugellager, die Ringe, die verabschieden sich rucki zucki. Ich habe mir die vorsichtshalber bestellt. Das soll eigentlich in den neuen geändert worden sein, dass da von Traxxas Oversize Radträger drin sind. Die habe ich auch hier schon hängen, aber da habe ich das Problem, dass die Kugellager da drinnen nicht halten. So, Reifen, wie bei allen 1:5ern, kommen bei mir dann die Lois Uphill drauf. Die sind einfach super, müsste man eventuell mal nachkleben. Das kontrolliere ich jedes Mal vorher. Das ist halt ein Manko bei den Lois Reifen, dass die nicht so gut mit den Kleber umgehen, also die sparen da so ein bisschen dran, ist nicht so toll. Geiler sehen natürlich die Zyklon auch, das sind dann hier dieses V-Profil. Da habe ich aber immer so ein bisschen Bedenken, weil die halt laufrichtungsgebunden sind und wenn dir jedes Mal hinten rechts der kaputt geht, dann hast du irgendwann da 5, 6
Lenke liegen, die nie kaputt gehen. Das ist kacke. Darum die Uphill oder die Pioneer, die sind halt nicht laufrichtungsgebunden. Und wenn da einer kaputt geht, ja, dann tauscht man die einfach aus. Ne? So, Karo kommt da drauf, die Proline Brut. Da sagen ja viele, das ist keine richtige Unbreakable. Das stimmt auch. Und die würde schnell kaputt gehen. Das kann ich so nicht bestätigen. Ich fahre meine jetzt seit, ich weiß nicht, anderthalb oder knapp 2 Jahren. Und da ist nichts gebrochen, gar nichts. Die ist super. Wird noch ein bisschen verschönert mit ein paar Teile von Dr. X-Max, also JS-Parts. Kommt dann hier noch schön Fender ran und Roof Skids. Alles schön in grün. Haben wir da sonst noch was? Also hier hast du, glaube ich, noch für hinten was. Nee, das braucht nicht. Ja, die Funke vielleicht noch. So, Funke kommt da rein, die Spectrum Rugged. Für mich eine richtig geile Funke. Das ist jetzt die dritte, die ich davon habe. In Orange. Da müsste man dann halt, wenn man sich dafür entscheiden möchte, die gibt es in Grau-Schwarz, Orange-Schwarz und Grün-Schwarz oder Oliv ist das ja. Bei den Grauen, da sollte man darauf achten, dass das Touchpad nicht so wie hier, weiß nicht, das sieht man vielleicht ein bisschen blöd, das ist hier so dreigeteilt. Wenn es das ist, dann sollte man lieber die Orange oder die Olive nehmen, weil die sich, ja, die reagiert so kacke. Also die habe ich und wenn man es erstmal eingestellt hat, ist es okay, aber wenn man den Fahrzeugnamen abspeichern will und sowas, dann ist das ein bisschen blöd, dann springt das Ding auf einmal aus dem Menü raus und sowas. Das hat man mit der Orangen und mit der Oliven überhaupt nicht, weil da das Touch schon von Anfang an überarbeitet worden ist. Und die Graue soll wohl auch ein Update bekommen haben. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Wenn es so ist, alles super. So, was haben wir da noch in den Karton? Ich glaube, das sind die Halter für genau. So, man kann den X-Max so fahren. Empfehlen würde ich dann halt wirklich immer Regler raus. Dann kann man den Stockmotor mit dem Max 6 fahren. Der passt auch hier wieder ganz genau rein. Und wie gesagt, also meiner Ansicht nach, das ist mein Empfinden, hat man dadurch auch eine deutliche Leistungssteigerung. Wenn man Max 5 fahren will, muss man sich halt was einfallen lassen, weil der Regler passt in hier leider nicht mehr rein. Da habe ich mir den auch von Jonas den Reglerhalter besorgt. Der kommt dann da rein, wo der Max, der Originalregler drin ist. Und dann sitzt der hier so nachher quer drauf. Das zeigen wir dann nachher alles, wenn der Umbau fertig ist. So, da ich ja nicht den Originalmotor fahren will, sondern den 800 KV von Hobbywing, brauche ich auch noch einen Motorhalter, auch von JS Parts. Passt alles super, ist nicht mein erstes Mal, auch nicht das zweite Mal, das ist schon eher das dritte oder vierte Mal, dass ich den Kram jetzt einbaue. Und das passt alles super, alles auf Millimeter. Ja. Sonst noch irgendwas vergessen? Ach ja. Wenn man den Stockmotor fahren will, wie gesagt, bitte tut euch selbst den Gefallen und holt euch gleich andere Ritzel von GPM. Ja, GPM. Oder von Hot Racing. Oder halt das Modul von M-Line. Eingestellt wird das hier mit einem Pin-System, wenn ihr die Ritzelung ändern wollt. Je höher ihr ritzelt, desto ungenauer wird das. Also so wie das jetzt ist mit der Stockritzelung, passt das perfekt. Da hat man hier so 2 Pins drin, nimmt den Motor raus. Dann kann man die Pins umstecken. Steht auch alles beschrieben, wo man in welches Loch die Pins rein müssen. Je nachdem, welche Ritzelung man fährt. Je höher man ritzelt, desto dichter kommen die Pins zusammen, desto wackeliger wird der Motor. Ne?
wird dann ungenau. Da sag auch ich dann, so wie viele andere auch, baut den Motor aus, zieht die Pins raus, schmeißt die in den Müll und stellt das alles per Hand ein. So. Das war's denn soweit. Dann werden wir den jetzt umbauen und dann nochmal zeigen, wenn der soweit fertig ist. So, Umbau ist fertig. Sieht ganz geil aus, wie ich finde. Hat jetzt ungefähr, ja, wenn ich das am Stück gemacht hätte, 3-4 Stunden. Die Scheiße, das hält halt alles auf, muss alles vorbohren und sieht aber gut aus, finde ich. So, innen drin. Der 800 KV Motor, Ritzelong 25 zu 35. Der Motorhalter passt nicht Plug and Play, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Der Motor ist einfach zu lang. Und da das Auto jetzt fertig sein muss, wegen Heiligabend, da mein Sohn den ja kriegen sollte, habe ich mir jetzt hier einfach eine Servobox genommen. Da passt er schön rein. Das hatte Didi mir mal gesagt. Schönen Gruß an dich. Mal eben 2 Kabelbinder drum. Hält. Ist Notlösung, ne? Aber sonst erstmal so zum Fahren für meinen Jungen. Lang das der Best halt nicht ganz so krass, wie wir das so machen. Und dann soll das wohl erstmal so sein. Ja. Dann wünsche ich euch guten Rutsch ins neue Jahr und frohe Weihnachten, je nachdem, wann das Video jetzt online kommt. Frohe Weihnachten wird wahrscheinlich schon vorbei sein. Aber auf jeden Fall den guten Rutsch ins neue Jahr. Und viel Spaß bei den nächsten Videos. Ciao.